Hier sind wir richtig, hier sind wir richtig. Luftreinigung, das könnte sein. Luftrecycling. Food Production. Okay, aber wieder auf der anderen Ebene, ne? Food Production. Ich bin guter Dinge. Der ist schon tot. Der ist schon lange tot. Und jetzt müssen wir... Was? Achso, von der anderen Seite rein. In die Luftverarbeitung. Ihr seid doch alle tot, oder? Das ist super scary hier. Bin ich noch halbwegs richtig? Nein. Völlig falsch. Wir müssen in die Höhlen, ne? Ja, genau. Hier rein. Ich kann mir ja mal einen Marker setzen. Der unverwechselbar ist. Im Gegensatz zu den anderen dicken Missionsmarkern. Dann brauche ich nicht so oft auf die Karte gucken, was ich wahrscheinlich trotzdem häufig machen werde. Aber zumindest dann ein paar Mal weniger. So. Luftreinigung. Okay. Gleich einen neuen Marker setzen. Da soll das sein. Okay. Dann schnappen wir uns den Kram. Und dann sind wir auch schon wieder weg hier. Hier im Schrank oder was? Tatsächlich. Einfach so. Ist gut möglich, dass die jetzt erst da erschienen sind. Oder dass höchstwahrscheinlich dann, wenn das nicht der Fall gewesen ist, mit dem jetzt erst gespawnt sein, dass das halt die 25% waren, die ich mir ganz gerne mal erspare beim Looten in Fallout. Also, wir können festhalten, 75% Quote erfüllt, aber dieser Gegenstand war eventuell Teil der restlichen 25%. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Wir wollen abhauen. Ich nehme diesmal den Fahrstuhl. Wir wollen erste Ebene, Eingang. Das geht schneller. Und jetzt wollen wir hier nur noch raus. Und zurück zur Bruderschaft. Nach Hidden Valley. Edie, Mensch, du siehst richtig gut aus. Toggle-Free-Kamera. Das ist ein Foto wert, gerade wenn hier so alles so schön grün ist. Ganz schön überstrahlt. Aber so geht das schon, ne? Jupp, danke. Ist in Ordnung. Soll mir reichen. Wir wollen wieder zurück nach Hidden Valley. Zack. Oh, vorsichtig, Skorpione. Aber die ignorieren wir heute mal. Wir wollen nur zurück zur Bruderschaft. Und schon sind wir fertig. Das hätte länger dauern können. Muss ich jetzt zu Lorenzo oder zum Ältesten? Gute Frage. Was steht im Text? Zu Lorenzo muss ich. Okay, also. Zack, zu den Laboren bitte. Und da steht er auch schon. Hey! Schön, Sie zu sehen. Hi. Noch lebendig. Mhm. Haben Sie schon alle Komponenten gefunden? Alle. Hier, bitteschön. Wirklich? Ich meine, toll. Ich wusste, dass Sie das schaffen. Dann werde ich die Teile direkt mal einbauen. Das freut Warum mich. Warum erzählen Sie dem Ältesten nicht von den guten Neuigkeiten? Gute da Idee. Da fällt ihm sicher ein riesiger Stein vom Herzen. Warum eigentlich nicht, ne? Der ist ja gleich hier um die Ecke. So. Herr Ältester. Bekomme ich jetzt vielleicht Zugriff auf die richtig coolen Sachen in der Armory? Das wäre sehr nett von Ihnen. Ich sehe, Sie sind wieder da. Haben Sie alle benötigten Komponenten gefunden? Ja, und Lorenzo hat sie auch schon bekommen. Ausnahmsweise gute Nachrichten. Ihre Bemühungen lehren mich Bescheidenheit. Sie haben mehr getan, als ich sogar von meinen Brüdern erwarten kann. Ich bin die Berichte der Kundschafter nun durchgegangen und zum gleichen Schluss gekommen. Die RNK ist nicht die Bedrohung, für die wir sie hielten. Seht In ihr? Dieser Krise hätte es nicht nötig sein sollen, sich auf ihre Hilfe zu verlassen. Ich wollte umsichtig handeln, aber nun erkenne ich die Wahrheit. Nach den Vorfällen bei Helios nannte man mich einen Helden, aber die Schlacht machte mich ängstlich und diese Schwäche hat mein Handeln gelenkt. Doch das ist vorbei. Ich werde wieder gut machen, was ich meinen Brüdern antat und die Abriegelung aufheben. Mit also Glück haben wir das so oder so gelöst, das Problem. Bitte nehmen Sie auch, dieses auch kleine das mit Zeichen meines Danks. Es kann meine Schuld kaum begleichen, aber mehr darf ich einem Außenseiter nicht geben. Dieser Schlüssel gewährt Ihnen Zugang zu einem Unterschlupf im Nordosten. Möge er sich auf Ihren Reisen als nützlich erweisen. Warte mal. Ist das nicht dieser verlassene Bunker bei... Ja, nee, weiß ich nicht. Müssen wir gucken. Ist das nicht dieser verlassene Bruderschaftsbunker bei...
Fallen Hope? Das müssen wir prüfen. Ich muss mir den Schlüsselnamen nochmal ganz genau angucken. Was ist mit der Armory? Willkommen, Außenseiter. Willkommen. Die Abriegelung ist offiziell aufgehoben worden und alle scheinen bester Dinge zu sein. Da die Oberfläche uns jetzt wieder zugänglich ist, spricht Hardin davon, Helios mit einer Streitmacht anzugreifen. Ich versuche, ihn davon abzubringen. Genau. Was kann ich für Sie tun? Das ist besser. Ich möchte der Bruderschaft beitreten. Warum eigentlich nicht? Dieses Recht haben Sie sich sicher verdient. Aber ich fürchte, es gibt noch eine Protokollfrage, um die wir uns zunächst kümmern müssen. Außerordentlichen Individuen wie Ihnen wird manchmal gestattet, der Bruderschaft beizutreten, sofern Sie einen wertvollen Dienst verrichtet haben. Habe ich das nicht schon getan? Ihre bisherigen Taten waren zwar lobenswert, doch ich fürchte, es waren noch keine wertvollen Dienste darunter. Boah. Aber ich hätte noch eine Aufgabe, die unter diese Kategorie fallen würde. Wen Hätten muss Sie ich Interesse, umbringen? Sie zu übernehmen? Na klar, worum geht das? Wie unsere Patrouillen entdeckt haben, sind die Mutanten im Nordosten in den Jahren unserer Abschottung seltsam aggressiv geworden. Doch diese Geschehnisse könnten auch eine Chance sein. Wir haben die Ausrüstung des Kommunikationsarrays aus Respekt unangetastet gelassen. Da die Bewohner sich nun aber als feindselig erweisen, schulden wir ihnen keinen Respekt mehr und ihre Ausrüstung ist ein berechtigtes Ziel. Ich möchte, dass Sie sich zum Gipfel des Black Mountain begeben und diesen Fernsignaltransmitter an einer der Konsolen anbringen. Okay, das habe ich noch nicht gemacht. Er wird es uns erlauben, auf die dortigen Radar- und Aufklärungssysteme zuzugreifen, sofern sie noch funktionsfähig sind. Wenn wir wieder an der Oberfläche operieren wollen, brauchen wir so viele Daten wie möglich. Viel Glück. Dankeschön. Wir wollen natürlich weiterhin Energiewaffen nach vorne bringen. Und diesmal bekommen wir sogar einen Perk. Die Qual der Wahl. Ich gehe das mal eben durch. Oh mein Gott, hier gibt es so viele coole Perks. Angefangen mit Stahl im Anzug. Ihre herausragenden Reparaturfertigkeiten und Wissenschaftskenntnisse ermöglicht es ihnen, Vorkriegs- oder Spieleranzüge zu Powerrüstungen zu verstärken. Pre-War Detective Code Powerrüstung, wenn ich das jetzt nicht falsch verstanden habe. Das wäre sehr cool, aber ich befürchte, das Teil wird dann auch schwerer. Das ist auch ganz nett. Sie sind in der Lage, den Kopf ihres Gegenübers im Dialog zu sprengen. Schnellere Schleichgeschwindigkeit, schnellere AP-Regeneration, aber ich glaube, ich nehme inspirierende Gesellschaft. Sie lieben es, Gefolge zu haben. Ihre Aktionspunkte und Gesamttragkraft, ganz wichtig, erhöht sich, je nachdem, wie viele Begleiter sie haben. Das nehme ich. Auf jeden Fall. Denn wir sind immer mit zwei Begleitern unterwegs. Sehr, sehr gut. Oder gibt es vielleicht einen Perk, wo wir noch mehr Mitglieder mitnehmen könnten. So viel cooler Kram. Aber das ist schon sehr solide. Das nehmen wir jetzt mal. Augenlicht für die Blinden. Ist im Prinzip auch sehr schnell erledigt. Ist ausgewählt. Aber vielleicht können wir ja erstmal Veronica helfen. Bis auf das Kleidchen. Das Kleidchen ist aber markiert und da kommen wir dann später zu Veronica wieder zurück, damit wir ihr das Kleidchen geben können. Aber ich glaube, wir machen jetzt erstmal die Aufgabe für Veronica fertig. Dann können wir sie hier zurücklassen und dann beim Erfüllen von Augenlicht für die blinden Raoul gleich mitnehmen. So, was müssen wir denn hier machen? Mit Veronica Vater Elijahs Aufzeichnungen am Kommunikationsterminal abrufen. Kommunikationsterminal, das ist doch da drüben im Archiv, ne? Richtig? Ja, Veronica? Was hältst du davon, dass die... Wie sieht's aus? Abriegelung hier aufgehoben ist. Hier gibt's nichts weiter, ne? Was wir jetzt mit ihr bequatschen können, was sehr schade ist. Das wäre schon sehr cool gewesen. Andere Dinge? Na klar. Ne? Okay. Ich check mal eben die Archive. Hier lang bitte. Archive. Ist das hier das richtige Terminal? Mm-mm.
Wir müssen woanders hin. Wir müssen ein anderes Terminal aufrufen. Ich glaube, wir müssen auch komplett raus. Kann das sein? Ja, wir folgen einfach mal den Markern. Wir werden den richtigen Ort schon finden. Sind wir hier richtig oder müssen wir komplett raus? Ja, wir müssen komplett raus. Schnellreise direkt raus geht ja leider nicht. Vorher sollten wir aber vielleicht noch etwas trinken. Hier im Dining Room. Sehr gut. Und schon wird hier wieder geballert. Wir hätten vielleicht auch mal Harden bequatschen sollen, was er jetzt davon hält, dass die Absperrung, ne, die Abriegelung aufgehoben ist. Aber vorne Ramos können wir zumindest befragen. Hey, Anwärter! Hey, ich habe gehört, dass die Pistole zurückgebracht wurde. Vielen Dank. Ich werde bestimmt nie wieder auf Watson hören. Ja, das ist ein Teufelsvibe. Vor der musst du dich in Acht nehmen. So, Ramos, ich habe die Absperrung wieder aufgehoben. Oh, hallo. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Nö, okay. Easy peasy, ne? Ist Standard. Passiert öfters hier, richtig? Na gut, dann erstmal raus. Wo möchtest du denn genau hin, meine gute Veronica? Du möchtest bestimmt ganz woanders hin, ne? Denn das wäre ja auch sonst viel zu einfach. So. Aufgaben, Ort anzeigen. Du möchtest, ach, hier rüber. Nach Helios One. Alles klar. Vorsichtig, nicht ballern. Ich bin immer noch auf eurer Seite. Ich will das diplomatisch lösen. Mit der Bruderschaft und mit der RNK. Ihr seid gar nicht so verschieden. Aber wo müssen wir genau hin? Und nicht vergessen, wir haben ja diesen Schlüssel bekommen. Das muss ich mir aufschreiben. Das ist ja keine Quest. Schlüssel Bruderschaftsunterschlupf. Ist aufgeschrieben. Aber jetzt erstmal zum Kommunikationsterminal. Wo die gute Veronica mit Elijah gechattet hat. Hier drin, ne? Das ist ganz undercover, ne? Sind wir richtig? Ja, tatsächlich. Wie verrückt. Krass. Mantels nehme ich mit. Gibt's hier zufällig noch was anderes? Wodka können wir auch mitnehmen. Aber den Rest nicht so, ne? Nur den guten Wodka. Wodka. Hier gibt's richtig viel Wodka. Sind das deine Drogen hier? Ist ja ganz verwirrend hier. Jupp, kippen. Und alle sind noch halb voll. Soll mich nicht stören. Wodka. Krass. Mad-Ex. Bier brauchen wir nicht. Aber die Kippen, die lassen wir nicht liegen. Also zumindest nicht. 75% davon. Reicht. Wonderglue, natürlich. Wo bin ich mit meinen Gedanken? Dass ich fast hätte Wonderglue liegen gelassen. So. Und hier soll ich jetzt drauf zugreifen, meine Gute. Dann machen wir das. Forschungsunterlagen herunterladen. Abgeschlossen. Was haben wir denn hier? Okay, prima. Das ist das Teil, das ich meinte. Die Impulswaffe. Vielleicht könnte auch der Entfernungsmesser funktionieren. Und es scheint, als wäre die RNK an einer tollen landwirtschaftlichen Technologie dran. Was ist eine Impulswaffe? Elektromagnetische Waffe aus der Zeit vor dem Großen Krieg. Ein Experiment. Wurde nie serienmäßig produziert. Aber die Railgun. Als Gegenmaßnahme gegen Powerrüstungen, da man befürchtete, dass die Chinesen diese entwickelten. Angeblich gab es in Nellis einen Prototypen. Was das für die Bruderschaft heißen würde? Wir stünden nicht besser da als ein Idiot mit einer Knarre. Das wäre der Untergang. Landwirtschaftliche Technologie? Fragezeichen. Mehr oder weniger. Es soll ein Vegetationsverstärker sein. Die RNK hat ein Wissenschaftsbüro am Flughafen von McCarran. Die haben wohl was entdeckt. Da war wohl jemand nicht wirklich gut darin, Geheimnisse für sich zu behalten. Uns interessierte sowas nie, weil es keine Waffe ist. Aber Unabhängigkeit ist uns wichtig. So könnte man den Wert einer neuen Richtung beweisen. Reden wir über den Entfernungsmesser. Er ist ein Zielgerät für irgendeine ultimative Waffe bei Helios One, das irgendwann nach dem Krieg verloren ging. Eine Zeit lang gehörte Helios One uns. Haben eine Menge Leute bei der Verteidigung verloren. Nur für diese Waffe, die nie in Gang gebracht wurde. Stellt sich das Ding als Blindgänger raus, zeigt es den Irrweg unserer Ziele. Vater Elijah glaubt, ein Sammler habe es auf dem Strip verkauft. What? Okay, holen wir uns die Impulswaffe. Ja, vielleicht überlegen sie es sich zweimal, die RNK anzugreifen, wenn sie wissen, dass sie da sowas erwarten könnten. Oh, das haben wir schon, ne? Die Aufzeichnungen weisen Richtung Nellis Air Force Base.
Er schlägt vor, Aktenschränke und Computer im Quartier des Kommandeurs zu durchsuchen. Cool. Wegen des Entfernungsmessers. Ich habe Helios One wieder aktiviert und da hängt keine Waffe dran. Ach, zum Teufel. Naja, wie hätten Sie das auch wissen können, hm? Also gut. Wir haben noch zwei weitere Optionen. Genau, Volt 34 und wir sollten nach dem Vegetationsgerät suchen. Okay. Wie könnte man Sie besser überzeugen als mit einer Kostprobe dessen, was Sie bekommen könnten, nicht wahr? Vielleicht sollten wir erstmal schauen, was wir direkt von der RNK erfahren können. Besuchen wir doch mal Ihr OSI. Haben wir auch schon abgeschlossen. Schön. Und dann müssen wir nur noch die Daten zum Ältesten nach Hidden Valley bringen. Nochmal zurück zur Impulswaffe. Wie können wir nur eins machen? Oh, nicht, dass ich es jetzt vergeigt habe oder so. Nicht, dass ich jetzt hier einen Plotstop irgendwie herbeigeführt habe. Das wäre nicht so cool. Nee, geht alles. Geht alles. So. Das ist Vault 22. Aber da waren wir doch letztendlich jetzt schon. Was genau steht jetzt in den Aufgaben? Die Daten zum Ältesten in Hidden Valley bringen. Ja, aber... das ist jetzt gerade so ein bisschen komisch. Wir hatten ja gerade eben oben links angezeigt bekommen, dass wir die Information in Nellys Air Force Base schon gefunden hatten. Und wir sollten jetzt zur Vault 34. Aber ich glaube, ich habe zu viel rumgeklickt. Kann das sein? Ja, höchstwahrscheinlich. Ich werde mal ganz kurz laden. Die Kippen und den Wodka nochmal einsammeln. Chat nicht vergessen. Jetzt nochmal speichern. Ans Terminal gehen. Und die Daten herunterladen. Dankeschön. So. Was haben wir denn hier? Klappe die zweite. Okay, prima. Wir konzentrieren uns als allererstes auf die Impulswaffe. Vielleicht könnte auch der Entfernungsmesser funktionieren. Und es scheint. Ja. Was ist eine Impulswaffe? Landwirtschaftliche Technologie. Mehr oder weniger. Ja, reden wir über den Entfernungsmesser. Okay, holen wir uns die Impulswaffe. Ja, vielleicht überlegen Sie. Ja, die Aufzeichnungen weisen Richtung nach Nelly, abgeschlossen. Er schlägt vor, Impulswaffe aus Vault 34 bergen. Das machen wir jetzt einfach. Dann mal los. Ich mag Ihre Denkweise. Und jetzt müsste doch der Marker uns direkt nach Vault 34 bringen. Ja, nein. Doch. Achso, das ist meine Markierung. Upsi. Wo ist die andere Markierung? Da, Vault 34. Okay. Puh. Kein Tohuwabohu. Das freut mich. Und im schlimmsten Fall müssen wir das alles einzeln abgehen oder wir können uns eventuell nur auf eine Sache konzentrieren. Beziehungsweise diese erfüllen. So, einmal rüber. Oh, Gegner, vorsichtig. Da! Ah, sie sind hier! Na, wo will er hin? Wo will er hin? Alles cool, wir gehen weiter. Midrange, Gecko-Haut, nimm mal mit, gute Handelsware. Und die hier ist ein bisschen verbrannt, aber das stört nicht. Irgendwen werden wir das Zeug schon andrehen. Voll eklig. Licht an. Und im Sausemarsch. Wir folgen einfach dem Marker. Er wird uns schon in die richtige Richtung führen. Ist das dolle strahlig hier? Ich meine dann später in der Wall direkt. Das ist jetzt die Frage. Na los, renn schon. Die verfluchten AP. Sollte ich nicht mehr bekommen mit dem letzten Perk? So, wir müssen auf die lokale Karte gucken. Genau. Und wir müssen zur Armory. Naja, natürlich. Wohin sonst? Cafeteria. Aber irgendwo muss hier auch der Zugang zur Armory sein. Ach ja, das war ja die Höllenwald. Genau. Sind wir richtig? Pi mal Daumen. Wenn wir jetzt hier lang gehen. Ja, und dann nochmal rechts rum. Geht das? Kriegen wir das hin? Hier lang, rechts. Und dann schwimmen.
Ich glaube nicht.